Helm ab zum Gebet. Wir haben vielleicht schon sehr oft das Vaterunser gesprochen. Aber eigentlich bedeutet das ja, wenn wir Gott als Vater ansprechen, dass wir selbst uns als Gottes Kinder bezeichnen. Jesus Christus betet so zu Gott, seinem Vater. Und wenn wir das Vaterunser sprechen, tun wir so, als ob wir Christus wären. Doch wenn uns die Bedeutung der Worte klar ist, wirklich klar ist, dann stellen wir fest, dass wir eben nicht Kinder Gottes sind. Kinder Gottes, dessen Wollen und Handeln mit dem Willen des Vaters eins ist. Der Mensch ist mit all seinen egoistischen Eigenschaften in Tod bestimmt. Und es ist eigentlich eine Art Gotteslästerung, wenn wir uns Christus gleichstellen. Nur seltsam ist, dass jetzt Christus selbst uns belehrt, Kinder Gottes zu sein. Und der auferstandene Christus selbst steht uns zur Seite. Und da, wo wir es noch nicht beten können, betet er es für uns. Und in dieser Begleitung des Auferstandenen, lernen wir zu verstehen, dass wir nicht tun sollen, was man so als Christ tut oder was der Christ liest. Ja, sonst könnte man ja auch Marx lesen und sich bemühen, seine Ideen zu verwirklichen. Nee, es ist der auferstandene Christus, mit dem wir lesen. Das Neue Testament lesen. Und wir lernen es, was es bedeutet, wiedergeboren zu sein, Christus angezogen zu haben, Christi Geist empfangen zu haben. Wir lernen zu verstehen, dass dies nicht einfach Redensarten sind. Diese Ausdrücke bedeuten, dass eine wirkliche Person, nämlich Jesus Christus, hier und jetzt in diesem Raum, in dem uns das Gebet gelehrt wird, der Vater des Herrn Jesus Christus auch uns seine Vaterschaft durch Jesus Christus übertragen möchte. Diese Übertragungsmöglichkeit wurde von Jesus Christus am Kreuz schon vollbracht. Heute ist der Tag, wo man seine Stimme hört und diese Vaterschaft vom Vater im Himmel zum Empfang angeboten wird. So heiligt man auch seinen Namen. Sein Name ist Vater. Amen. Helm ab zum Gebet. Wir haben vielleicht schon sehr oft das Vaterunser gesprochen. Aber eigentlich bedeutet das ja, wenn wir Gott als Vater ansprechen, dass wir selbst uns als Gottes Kinder bezeichnen.